So, hey Leute und mal wieder willkommen zu einem Video. Diesmal wieder über Pflanzen, weil ich gerade nichts Interessantes an Tieren habe, was ich zeigen könnte. Und ja, hier haben wir mal was Interessanteres wieder. Das ist nämlich ein Tigerlotus und zwar nicht wie ihn die meisten wahrscheinlich von euch kennen, unter Wasser, sondern dieser Tigerlotus ist im Meer gezogen. Das war ursprünglich ein Ableger von meiner großen Pflanze im Froschaquarium. Und den habe ich einfach seiner Blätter entledigt. Quasi die Unterwasserblätter abgeschnitten. Die Wurzeln gekürzt und habe ihn dann in diese Teicherde gesetzt. Genau in die Mitte von dem Topf. Und jetzt sieht man schon, der hat schon wieder vier wunderschöne immerse Blätter getrieben. Die treiben zwar bisschen komisch, weil die so flach über der Erde sind, aber ich finde es echt interessant, wie der das macht. Beziehungsweise was er macht, wenn er kein Wasser hat. Und ja, das sieht man auch schon da unten drunter, wenn man mal guckt. Von hier sieht man sich, glaube ich, ein bisschen besser. Nein, das sieht man es erst recht nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall treibt er schon wieder ein neues Blatt. Der hat gerade vier Blätter und treibt gerade ein fünftes. Das ist eigentlich ein roter Tigerlotus, aber er treibt irgendwie gerade meistens grüne Blätter, beziehungsweise die werden dann von rot nach grün. Also wechseln ein bisschen die Farbe je nach Alter. Und das Blatt hier, das sieht man, hat ja hinten so einen leichten Schaden schon. Das hängt damit zusammen, weil die Luftfeuchtigkeit mir mal ein bisschen gesunken war, weil die Tüte mal nicht ganz drauf war. Ich habe hier so eine Tüte, mit der ich das abdecke, beziehungsweise wo dann so eine Gewächshausatmosphäre drunter wird. Und ja, da hält er sich eigentlich ganz gut. Was wir hier noch dabei haben, die ganz kleinen Pflanzen, das sind Glossostigma oder australische Gauklerblume. Glaube ich zumindest. Es ist zumindest ein Gauklerblumengewächs und es ist aus Australien. Also ich nenne es jetzt erstmal so. Es heißt auf jeden Fall Glossostigma. Mit Doppel S. Am Anfang und ja. Das waren Samen, die habe ich gekauft. Die gibt es aber relativ häufig zu kaufen. Das ist jetzt nichts Spezielles. Ich habe die bloß mit hier reingeworfen, erstmal, um zu sehen, erstens, ob die Samen überhaupt keimen und zum zweiten, um zu sehen, wie die sich entwickeln und damit es bei dem Lotus hier drin nicht so kalt aussieht. Deswegen habe ich die gleich mal mit dazu geschmissen. Und mal gucken, was daraus wird. Ja, mal gucken, ob das jetzt noch ein bisschen zoomt hier. Nein, das macht's nicht, okay. Auf jeden Fall ist hier unten dann schon das neue Blatt wieder. Ich glaube, man sieht es auch ein kleines bisschen hier. Ja. Egal, das wird auf jeden Fall gleich wieder zugedeckt, damit die Luftfeuchtigkeit bleibt. Und dann würde ich sagen, war es das wieder mit dem Video. Und ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Wenn ihr euch dafür interessiert, also für dieses Projekt und für andere Pflanzenprojekte noch, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal von mir. Viel Spaß mit der Pflanzen- und Tierhaltung, die ihr so habt vielleicht. Und dann würde ich sagen, macht's gut und ciao.